Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute sprechen wir darüber, wie es so im Krankenhaus war. Ich war ja zum Vorstellungstermin bei der Ernährungsberatungsambulanz bei uns hier und ja, hatte den Termin ja schon seit Januar und habe mich da beraten lassen, was es für Möglichkeiten gibt. Und ja, es ist sehr, sehr positiv, mein Gefühl. Und ich muss sagen, die Ärztin war auch sehr nett. Und ich habe insgesamt, also ich war um 20 nach 9 bei der Anmeldung, dann musste ich so einen Zettel ziehen. Dann saß ich da so 20 Minuten, dann haben die mich aufgerufen, dann habe ich so einen Zettel bekommen, wo halt ganz oft mein Name draufsteht, so mit, in so Aufkleberform, falls die halt irgendwie Blut abnehmen wollen oder irgendwas beschriften wollen mit meinem Namen oder so, habe ich dann, genau, habe ich so einen Zettel gekriegt und bin in ein anderes Haus geschickt worden. Es ist sehr warm heute, ich schwitze ein bisschen. Und der Termin war auch heute, also das Video ist sehr aktuell. Ich war eben gerade da und drehe jetzt das Video und lade es auch gleich für euch hoch, damit ihr das schnell gucken könnt. Ja, und dann war ich da im Haus für Innere und Entzündungsmedizin und so. Genau, und hab dann da meine Sachen abgegeben und hab dann da nochmal, wie lange habe ich da gewartet? Nochmal halbe, dreiviertel Stunde ungefähr nochmal gewartet. Dann kam die Ärztin, dann hat sie mich erstmal gewogen. Ja, das war. Ja, also scheinbar scheinen meine Waage hier irgendwie einen Knacks zu haben. Entweder habe ich deutlich mehr gewogen vom Start schon an, als ich dachte, und habe dann abgenommen, oder ich habe wieder zugenommen, oder ich spreche heute nicht über Zahlen. Also ich dachte eigentlich, ich hätte im letzten Monat 2 Kilo abgenommen, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also die Zahl im Krankenhaus war jetzt doch deutlich höher als die Zahl, die hier auf der Waage steht. Aber mein Gott, ja. Bin auch hormonell bedingt gerade ein bisschen eingeschränkt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und genau, dann war sie auch, sie war aber recht gefasst dafür, dass die Zahl doch so hoch war. Hat dann gefragt, wie groß ich bin, was ich arbeite, ob ich in einer Beziehung bin, was ich für Vorerkrankungen habe, ob ich Medikamente nehme und so weiter und so fort. Also hat sehr viele Fragen gestellt und war auch sehr nett und hat mir dann am Schluss die Optionen aufgezeigt, die es gibt. Also entweder mit einer Ernährungsberaterin und in Eigenregie das Ganze starten über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Das wäre dann eben 2 Stunden Sport die Woche. Das schaffe ich auf jeden Fall mit dem Schwimmen. Und dann eben eine Ernährungsberaterin und in Eigenregie. Oder eben, es gibt eine sogenannte Tagesklinik, da trifft man sich in einer kleinen Gruppe einmal die Woche für 4 Stunden. Und da wird dann sehr intensiv in der Gruppe, aber auch in Einzelgesprächen über die Problematiken geredet, die es gibt. Bei mir ist es ja emotionales Essen zum Beispiel. Das ist bei mir eine große Problematik. Dann sind da Physiotherapeutinnen und Ernährungsberaterinnen und ja, Leute, die sich mit Sport auskennen und Ernährung und so. Und da hat man dann eben Gruppengespräche, Einzelgespräche und ja. Das ist allerdings so, das geht auch ein halbes Jahr und das startet mit 10 Wochen Shakes. Nur Shakes, um halt von dem hohen Gewicht erstmal runterzukommen und eine Abnahme zu haben und ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ja, dann baut man Schritt für Schritt parallel dazu natürlich
gesunde Essgewohnheiten auf, in der Theorie und dann auch in der Praxis. Dann wird ein Shake weggelassen und Mahlzeit ersetzt, zweite und dritte. Und ja, parallel halt dazu die Gespräche und die Gruppentherapien und die Angebote, die sie da halt haben. Und ja, das wäre einmal in der Woche, bei mir in meinem Fall vormittags für 4 Stunden. Und ja, ich habe jetzt im September die Voruntersuchung, die geht auch ungefähr 5 Stunden mit Fitnesstest, mit Blutabnehmen, mit allem möglichen Zip und Zap. Genau, ob ich körperlich überhaupt in der Lage bin, bei diesem Programm teilzunehmen, wird da gecheckt. Wenn ich jetzt irgendwas Schlimmes haben sollte, was von dem ich nichts weiß, dann natürlich kann ich da nicht teilnehmen wegen dieser Shake-Phase. Man will ja auch, ich glaube, es geht primär darum, wegen den Shakes auch, man will ja das System nicht unnötig noch stärker belasten, als es sowieso schon belastet ist. So habe ich das verstanden. Und ja, genau. Also ja, und die dritte Möglichkeit wäre dann halt, wenn das alles nichts hilft, dann wäre halt eine OP nicht ausgeschlossen. Für mich persönlich ist nur meine Meinung. Und für mich persönlich ist das das allerletzte Mittel und ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, das aus eigener Kraft bzw. mit dieser Gruppentherapie zu schaffen in dieser Tagesklinik. Und ja, da möchte ich gerne alles für geben, um da möglichst erfolgreich rauszugehen und gesünder zu werden und möglichst Gewicht zu verlieren. Das ist so mein Ziel. Ja, genau, da war ich jetzt insgesamt, ja, 2 Stunden war ich jetzt insgesamt da. Und ja, ich bin sehr froh, dass nicht nur die OP eine Option ist, sondern auch diese Tagesklinik eben. Und ja, bin sehr gespannt auf den Untersuchungstag, der dann Anfang September ist. Und dann geht's Ende September, Anfang Oktober los, wenn alles glatt läuft, mit den 10 Wochen Shake. Falls das von euch schon mal jemand gemacht hat, so eine Tagesklinik oder so Shake-Kur oder so, ich kenne das von ehemaligen Arbeitskollegen, die haben auch mal so Shakes getrunken. Die waren aber ziemlich nicht so lecker. Ich bin mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Und es geht ja im Endeffekt auch nicht darum, dass das super lecker ist, sondern es geht ja im Endeffekt darum, erstmal Ballast abzuwerfen. Und ja, ich versuche natürlich bis September aus eigener Kraft noch das Gewicht weiter zu reduzieren. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Und ja. Das ist so das Update. Das war der Termin im Krankenhaus, der erste. Und ihr werdet natürlich nach dem zweiten Termin auch sofort das Update kriegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn das so sein sollte, dann wünsche ich mir ganz doll, dass ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr noch keine Abonnenten seid, abonnieren ist kostenlos und ihr werdet immer über Videos, die ich hochlade, informiert. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr übermorgen wieder einschaltet zum neuen Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ich gehe jetzt arbeiten. Kommt gut in die neue Woche. Bis dann. Tschüss.